Herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe der Monitoring Minutes. Mein Name ist Gerhard Lauser. Ich leite das Monitoring-Team der Firma Consol und in der heutigen Ausgabe geht es um die Überwachung von Netzwerkkomponenten mit dem Plugin CheckNVC Health. CheckNVC Health, das NVC steht für Network Components. Also eigentlich müsste man sagen CheckNWC Health, aber das ist mir zu lang. Es heißt CheckNVC Health. So, warum ist es entstanden? Das Plugin ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt. Es sind immer mehr Features dazugekommen. Meine Motivation, es zu schreiben, war dieser Wust an Plugins, der nötig war, wenn man jetzt die Fabrikate von mehreren Herstellern überwachen wollte. Cisco und HP und vielleicht irgendwie ein Juniper-Gerät. Wenn man überwachen wollte, ob die Interfaces da sind, was über die Interfaces an Traffic drüber rauscht, wie es dem Gerät hardwaremäßig geht. Also da brauchte man quasi für jeden Aspekt ein eigenes Plugin, wobei dann eins ein Shell-Skript war, eins ein Perl-Skript, eins ein Python-Skript, jedes mit seiner eigenen Kommandozeilen-Syntax. Kurz, bei einer heterogenen Netzwerklandschaft konnte sich da ein ziemlicher Haufen Plugins ansammeln, der, wie gesagt, dann unterschiedlich zu konfigurieren war in den Nagels-Configs. Das hat mich ziemlich gestört und darum wollte ich eben ein Plugin haben, mit dem alles abgedeckt werden kann. Möglichst viele Fabrikate oder zumindest die geläufigsten und möglichst viel Aspekte des Monitorings von der Hardware über die Firmware, das Betriebssystem bis hin eben zu interface-spezifischen Checks. Ich zeige es mal ganz kurz, wie sowas ausschaut dann. Hier haben wir irgend so einen typischen Cisco 3000er Switch. Da habe ich dann einen Check drin für die CPU, für die Hardware, Power Supply, Fans, Temperaturen und so weiter. Memory, die Uptime, damit man mitkriegt, wenn das Ding mal sporadisch rebootet oder sowas. Availability, also wie viele freie Steckplätze, wie viele Ports ich noch verwenden kann. Fehler auf den Interfaces, der Zustand der Interfaces, also ob die Upper, Up und Down und so weiter sind und die Usage, wie viel Prozent der verfügbaren Bandbreite aktuell verwendet wird. So, dann braucht man es natürlich erstmal, also wie gesagt, diese ganzen Checks hier, die werden mit einem einzigen Plugin abgefackelt. Und jetzt zeige ich, wo man es herkriegt. Es gibt es wie immer bei labs.console.de. So, Werbung. Und zwar findet nächste Woche und im Juli nochmal und im Oktober wieder eine Schulung bei uns im Hause statt, wo man unter anderem den Umgang mit CheckNVC Health erlernen kann. Das war's mit der Werbung. Hier geht's zum Plugin. Da ist auch ein Download-Link auf eine relativ neue Version. Die kopiere ich mir hier. Und gehe mal hier auf die Kommandozeile. Da befinde ich mich übrigens in einer OMD-Site. Also dieser Benutzer Consol hier ist Site-User einer OMD-Installation. Kurz zu OMD. Es ist meiner Ansicht nach der einzige Weg, wie man heutzutage ein Nagios, Schinken oder Izinga betreibt. So viel zu OMD und jetzt zum Download. So, schon haben wir es. Packen wir es aus. Gehen wir rein. Dann machen wir ein Configure. Kennt hoffentlich jeder. Auf die möglichen Kommandozeilenparameter des Configure gehe ich jetzt nicht näher ein. Die braucht man normalerweise nicht. Also ich persönlich brauche es nie. Und dann bei Make haben wir das Plugin. Ne, das wollte ich machen. Im Verzeichnis Plugin-Skripts liegt dann das fertige Plugin drin. Und wie bei OMD so üblich, kopiere ich es mir in das Verzeichnis, wo die selbstgeschriebenen oder heruntergeladenen, sprich alle nicht zum OMD-Standardumfang gehörenden Plugins landen. Und zwar ist es local lib
Nagios Plugins. So, gehen wir wieder home. Jetzt rufe ich es mal auf. Und da sieht man jetzt, es gibt eine Vielzahl an Kommandozeilenparametern, wo ich eben sage, welchen Host ich anspreche, die SNMP-Community, auch für SNMP V3. Mit Mode gebe ich an, was denn das Ding jetzt eigentlich prüfen soll. Und dann gibt es eben noch etliche Sachen, die das Ganze ein bisschen eingrenzen, anders gestalten, die zum Teil eben spezifisch für die einzelnen Modi sind. Gut, das ist die knappe Online-Hilfe. Und jetzt machen wir ein paar so Trockendurchgänge auf der Kommandozeile. Da zeige ich, wie man ein paar typische Sachen abfragt von Cisco Device. Ich habe hier einen Cisco 3754 als Router und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich muss sagen, wie das Ding heißt, also den Hostname oder die IP-Adresse. Router, der heißt jetzt auch so, ist jetzt kein realistischer Hostname. Dann brauche ich die SNMP-Community. Und da muss ich dem Plugin sagen, was es jetzt genau abfragen soll. Da schauen wir mal, was das Ding CPU-mäßig gerade macht. 6%. Ich habe ihn nach Performance-Daten. Also das war auch so ein Grund, warum ich Check MVC Health geschrieben habe, weil ich eben auch sicher gehen wollte, dass überall Performance-Daten rauskommen. Das haben etliche andere Plugins so nicht gemacht. Wir haben die CPU-Usage. Dann kann ich zum Beispiel auch fragen, wie schaut es mit dem Speicher aus? Okay, wir haben hier zwei Memory-Pools in diesem Gerät drin und jeder von denen wird eben abgefragt. Jeder von ihnen kriegt aber ein eigenes Performance-Datum. Hier haben wir die Schwellwerte bei 80 und 90%. Wenn ich mit minus minus Warning irgendwie einen Schwellwert setze, also bei 30, dann schlägt er hier zu. Den kann ich nicht für einzelne Memory Pools einstellen, sondern der gilt fürs gesamte Gerät. Aber normalerweise ist dann schon irgendwas oberfaul bei so einem Ding. Also es lohnt sich nicht, einen einzigen Pool zu überwachen. Wenn, dann muss man schon schauen, dass dem ganzen Gerät gut geht. So, dann haben wir noch was anderes. Und zwar, wie geht es dem Gerät hardware-technisch? Dem geht's fein, sagt er hier. Wir kriegen auch ein paar Performance-Daten, Temperaturwerte, wobei hier der Schwellwert vom Gerät selber vorgegeben wird. Und auch Spannungswerte an irgendwelchen Spannungsversorgern. Es wird weiterhin abgefragt, der Zustand der Power Supplies, auch der Lüfter und so weiter. Taucht aber jetzt hier in der Aufgabe nicht auf, weil die sind entweder kaputt oder funktionieren. Ich kann die mir allerdings auch detailliert anzeigen lassen. Wenn ich jetzt den Befehl nochmal aufrufe, mit minus V, dann sehe ich tatsächlich hier die Fans. Der Fan 1, der Zustand ist normal. Da haben wir nochmal Temperaturen, Spannungen und so weiter. Und da unten, der hat nur eine Stromversorgung, Power Supply 1 ist normal, dem geht's gut. Ich kann das Ganze ja noch ein bisschen auf die Spitze treiben und mit noch einem V rangehen. Und dann kriege ich hier wirklich die Details für dieses Power Supply oder eben für diese Spannungen und vieles mehr. So, dann interessieren mich natürlich bei seinem Netzwerkgerät die Interfaces. Da gibt es jetzt einen Modus, der ist jetzt nicht unbedingt monitoring-relevant, aber trotzdem nützlich. Und zwar kann ich mir anzeigen, was hat denn der überhaupt für Interfaces. Mit List Interfaces. Und dann spuckt er mir quasi ein Auszug aus der Interface Table aus, die Indexnummer und die Interface Description. Dann interessiert mich doch bestimmt,
der Status der Interfaces, also ob sie up sind. Status. Da kriege ich überall zurück, ist Admin ab, Opa ab, Admin ab, Opa ab und so weiter. Und zwar gilt das für alle, darum ist ja der Zustand okay. Also ich würde ja ein Critical kriegen, wenn eins von denen oder mindestens eins von denen nicht mehr im Status up ist. Also wenn da was gezogen worden ist. Da natürlich es völlig normal ist, dass da Steckplätze unbelegt sind, die also down wären und ich hier ein Critical bekommen würde, empfiehlt sich natürlich, dass ich mir nur die Interfaces oder die Ports anschaue, die mich ja tatsächlich interessieren, die tatsächlich produktiv sind. Und darum kann ich hier das Ganze eingrenzen mit dem Parameter minus minus name. Und dann sage ich, mich interessiert jetzt für einen speziellen Nagio-Service zum Beispiel eben nur dieses eine Interface. Zack, und es ist ab. Eine Sache, die ich eventuell auch noch machen kann. Na. Dass ich mit minus minus regexp, regexp sage. Der String, der hier hinter name kommt, ist ein regulärer Ausdruck. Also der kommt jetzt da ohne größere Sternchen und so Zeugs aus. Hol mir alle Interfaces oder prüf mir alle Interfaces, die hier matchen. Ich mache es nochmal auf. Und jetzt habe ich nur noch die Gigabit-Interfaces. Und vorher waren da so Null und Loopback und so Ramsch-Zeugs da mit drin. So kann ich das Ganze eingrenzen. Also ich empfehle, dass man sich einfach vorher einen Plan macht, welche Interfaces interessieren mich. Und die frage ich eben dann gezielt mit diesem Name-Parameter ab, sodass ich pro Interface, das wirklich kritisch ist und überwachungswürdig ist, ein eigener Service da ist. Ich kann noch weitergehen und mir anzeigen lassen die Interface Usage. Machen wir mal da wieder ein bisschen Platz. So, Interface. Na. Jetzt. Interface Usage, das heißt, was rauscht denn da drüber? Sehr wenig hier, 15 Bits pro Sekunde, das ist überhaupt nichts. Und zwar wären das jetzt quasi Prozent dessen, das maximal drüber gehen kann. Und 15 Bits pro Sekunde beim Gigabit Ethernet ist natürlich 0%. Gut. Hätten wir eins raussuchen sollen, wo ein bisschen mehr passiert. Aber hier in meiner Testumgebung ist nicht viel los. Für diese Geschichten gehe ich dann auch Performance-Daten, also die Usage in Prozent der Bandbreite in und out jeweils und Traffic in. Das ist die Angabe, die wir hier in Klammern sehen, die Bits pro Sekunde. Ich kann hier andere Einheiten noch angeben. Units. Ich kann sagen zum Beispiel Kilobits und dann kriege ich das Ganze in Kilobits gemessen oder Megabits oder Megabytes. Also da kann man sich das passende einfach raussuchen. Was noch praktisch ist, sind die Errors und Discards. Die kriege ich raus mit Interface Errors und dann sagt er mir die Errors pro Sekunde, Discards pro Sekunde ist hier nicht der Fall. Die Schwellwerte hier sind auch relativ niedrig eingestellt, also bei einem Error pro Sekunde gibt es eine Warning, bei 10 Errors pro Sekunde oder Discards gibt es ein Critical. Kann ich natürlich auch mit dem Parameter minus minus Warning, minus minus Critical selber anpassen. Diese Werte pro Sekunde, die kriegt man raus, indem bei jedem Aufruf des Plugins der aktuelle Zählerstand auf dem Switch oder Router in eine temporäre Datei abgespeichert wird, die dann beim nächsten Aufruf wieder ausgelesen wird und aus dem Delta und der verstrichenen Zeit wird dann eben diese Rate berechnet, irgendwas pro Sekunde.
List Interfaces, Interface Errors, Interface Usage, Interface Status gibt es für alle von CheckMLSales unterstützten Geräte, weil da steckt nichts Herstellerspezifisches dahinter. Alle Geräte haben die Interface MIP implementiert und die wird hier an der Stelle abgefragt. Dann gibt es noch eine Sache, die möchte ich zeigen, und zwar, es nennt sich bei Cisco Port Channel. Bei anderen irgendwelche Link nennt sich irgendwas mit Link Aggregation, was immer der Oberbegriff ist. Das bezeichnet quasi eine Zusammenfassung von mehreren Interfaces und natürlich auch Leitungen zum Zwecke der Ausfallsicherheit, weniger heutzutage zum Zwecke der Bandbreitenerhöhung. Hier haben wir eines drin, und zwar, wo steckt es denn? Da. Port Channel 1. Also das ist eine Zusammenfassung von vier Leitungen und gemessen wird quasi die Verfügbarkeit. Das heißt, der Prozentanteil der noch funktionierenden Leitungen im Vergleich zum der Anzahl der komplett gebündelten Leitungen. Wir haben hier einen Port Channel, der besteht aus vier Interfaces. Und noch eines davon ist verfügbar. Er zeigt mir hier hinten an, down sind 1, 2, 3 Interfaces. Das heißt, die Verfügbarkeit dieses Port Channels ist bei 25%. Wie man sowas aufruft, zeige ich auch. So. Ich habe hier den Mode Link Aggregation Availability. Und mit minus minus name gebe ich quasi den Namen dieser ganzen Aggregation an, dieses Port Channels, der ist hier Port Channel 1, und dann Komma separiert die Teilnehmer an diesem Bündel. Nehmen wir mal, das sind 1, 2, 3, 4 Interfaces. Ich kriege dann eben auch die Availability als Prozentwert, als Performance-Daten mit, die Schwellwerte. Wenn ich sie denn nicht mit minus minus warning und minus minus critical angebe, dann werden die automatisch berechnet. Und zwar so, dass wenn ein Interface wegbricht, der Warning-Zustand erreicht wird. Und wenn nur noch ein Interface vorhanden ist, funktioniert, dann ist der Critical-Zustand erreicht. Was noch praktisch ist, ist die Interface Availability. Das zeige ich wieder grafisch hier. Und zwar, hier habe ich einen Check eingerichtet, OS-iOS Interface Check Availability. Der zeigt mir an, wie viele meiner Steckplätze in so einem Switch sind noch verfügbar. Klicke ich mal hier hinten drauf und dann klappt mir da gleich ein Fenster auf. So, und jetzt habe ich da eine Spalte Available für jeden Port. Der ist true, wenn der Port den Admin-Status down hat, sprich von mir gewollt überhaupt nicht in Benutzung ist, oder wenn der den Admin-Status up hat, aber down ist, upper down, und zwar seit einer geraumen Zeit, hier 175 Tage. Also wenn da seit 175 Tagen nichts dran gesteckt ist an diesem Port, dann kann ich davon ausgehen, dass der available ist und ich den anderweitig verwenden kann. So schaut eben das Ganze aus, so aufgeklappt. Wenn ich mal da reingehe, sehe ich es nochmal. Und wir haben ja Performance-Daten. Der sagt einfach, die available Interfaces, also nach diesen Kriterien, davon sind noch 18 Stück da. Und ich kann mich warnen lassen, was ich, wenn noch weniger als 3 bzw. 2 available sind, dann gibt es Warning oder Critical. Damit kann ich ganz einfach verfolgen. Muss ich neues Equipment kaufen, gehen mir langsam die Steckplätze aus. Wenn also einfach immer mehr Arbeitsplätze an so einen Stockwerkswitch zum Beispiel angesteckt werden. Speziell für Cisco HSRP gibt es noch ein paar so Modi, wo ich sagen kann, check, help einfach mal. Und zwar
Ich kann mir hier mit List HSRP Groups die HSRP Gruppen anzeigen lassen. Dann kann ich checken mit HR-Role und minus minus Role, ob ein Gerät die ihm zugewiesene Rolle noch hat, also ob das der quasi Master ist oder beziehungsweise Active oder Standby. Wenn zum Beispiel die Rollen ganz fix verteilt sind, wenn ich sage, das leistungsfähigere Gerät ist immer der Active, dann würde eben da ein Alarm rauskommen, wenn die Rollen mal kurzzeitig gewechselt werden und nicht wieder zurückschwenken. Oder ich kann mir hier mit HSRP Failover anzeigen lassen, wenn sich beim Aufruf von Check NVC Health der Status des Gesamt-HSRP-Konstrukts geändert hat. Also wenn einfach die Rollenzuordnung zu den einzelnen Geräten sich verändert hat. Zu dem HSRP-Thema wird es wohl noch einen eigenen Film geben irgendwann, weil ich habe jetzt keine Testumgebung hier aufgebaut. Es ist auch ein bisschen aufwendiger, das Ganze zu machen. Also wie gesagt, da gibt es eine der Folgen, in einem der folgenden Monitoring Minutes wird es da einen eigenen Beitrag dazu geben. Jetzt schaue ich mal noch so, was wir sonst noch so haben. Hier haben wir so einen Blue Code Proxy und Warnbeschleuniger. Da haben wir auch die üblichen Checks wieder, den CPU, die Hardware, Memory und Uptime. Hier haben wir Security. Es gibt bei dem Gerät einfach an, wie viel sicherheitsrelevante Vorfälle gab es in der letzten Stunde. Die Stunde ist hier fest vorgegeben. Ich kann es mit dem Parameter minus minus Lookback auch ändern. Der gibt dann an, wie weit in die Vergangenheit zurückgeschaut werden soll. Hier die Inzidenz sind zum Beispiel irgendwelche so Scans oder irgendwelche Attacken auf das Gerät. Dann bei der Hardware, der hat ein paar Sensoren drin, Temperaturen, Voltage, Lüfterdrehzahlen. Was hier nicht steht, sind Power Supplies, weil da gibt es einfach keine Performance-Daten, verwertbare Angaben. Und normalerweise steht halt hier immer Environmental Hardware Working Fine. Wenn es einen Ausfall gibt, jetzt zum Beispiel bei einer Stromversorgung, dann würde das auch hier in der Ausgabe drin stehen. Zum Uptime-Service möchte ich sagen, es ist sehr zu empfehlen, den im Rahmen einer Service Dependency als führenden Service zu konfigurieren, so dass wenn das Gerät abraucht und der Uptime-Check dann eben auf Critical geht, die anderen erst gar nicht mehr abgefragt werden, was dann auch sinnlos ist. So spart man sich ganz einfach einen Haufen Notifications, weil dann würde ich nur die Critical Notification vom Uptime-Service bekommen, wenn mein Gerät ausgefallen ist. Was haben wir noch? Gut, Brocade. Der hat auch wieder CPU, Hardware. Schauen wir mal rein. Gut, der hat einfach nur zwei Temperatursensoren. Ist nichts Aufregendes. Es wird aber trotzdem mal Power Supply und so Sachen überwacht. Wieso jetzt hier kein Memory abgefragt werden kann, weiß ich nicht. Hat vielleicht damit zu tun, dass das hier ein simuliertes Gerät ist und kein echtes, gegen das ich jetzt hier prüfe. Dann die Brocades implementieren auch die Interface MIP. Das heißt, ich sehe hier tatsächlich auch so Angaben zu den Fiber Channel Ports, obwohl es eben jetzt kein klassisches Netzwerkgerät ist, sondern eben ein Fiber Channel Netzwerkgerät. Habe ich das Ding trotzdem mit reingenommen in Check NVC Health, weil es relativ wenig Aufwand war. Dann, was gibt es noch da drin? Da haben wir einen F5 Load Balancer. Auch wiederum CPU, Hardware. Was gibt der aus? Lüfterdrehzahlen und Temperaturen. Wobei hier auch überwacht wird, wieder mal die Stromversorgung, aber zum Beispiel auch die Festplatten, die drin sind. Die würden bei dem Hard bei beim im Fehlerfall von dem Hardware-Check der letztendlich aufgerufen wird durch minus minus Mode Hardware Health gemeldet werden. Dann haben wir hier die Pools von so einem Load Balancer. Da sieht man, der hat drei Members.
Und alle drei sind active. Gehen wir mal hier rein und schauen an. Gut, da haben wir die Schwellwerte weniger als die Hälfte, was jetzt bei drei wenig sinnvoll ist. Und ein Viertel. Kann man sich mit minus minus warning, minus minus critical einfach selber sagen, wenn halt so und so viel Prozent der im Pool vorhandenen Member noch aktiv sind, dann gibt Warning oder Critical aus. Das war es jetzt eigentlich schon mit dem kurzen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften von CheckNVC Health. Ich würde vorschlagen, einfach mal ausprobieren, mit minus minus help aufrufen, sich die Parameter anschauen. Möglicherweise ist natürlich nicht jedes Gerät implementiert. Mir fehlt da einfach die Zeit dazu. Lässt sich natürlich gegen Einwurf von Münzen ändern. Ansonsten gibt es halt Kunden, die mich für die Entwicklung bezahlen. Und für die Aufnahme von neuer Hardware in den Funktionsumfang, also einfach mal immer wieder auf labsconsole.de schauen, ob neue Versionen von CheckMVC vorhanden sind. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem Plugin. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.